Weiß ich nicht. Vielleicht kann man das dann auch so gesehen als Open-Source-Projekt begeben und sagen, hier, kommt her, ihr könnt damit so gesehen mitprogrammieren, aber dadurch, dass er natürlich damit schon mal Geld verdient hat, ist es natürlich schwerer zu machen. Und die Szene hier zum Beispiel von dem Spiel auch nicht so groß ist, glaube ich. Zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Dass die Entwicklung hier oder die Modding-Szene hier so groß ist. Ich weiß ja nicht, wie einfach dieses Spiel zu modden ist. Da bin ich auch aus. Wie gut das Spiel sich hier überhaupt modden lässt. Komplett. Weiß ich halt alles nicht, ne? Aber das sind natürlich alles auch Gespräche, die wir nach 10 Stunden Erdabsammeln gemacht haben. So, ich würde sagen, das Erdabbauen reicht erstmal. Von unserem Erdkrater können wir jetzt erstmal ein schönes Foto machen. Und zwar erstmal hier Game Mode 0. Und dann wollen wir mal das HUD ausblenden. Und hoffentlich habe ich irgendwo... Nein, natürlich nicht. Achso, ich habe es gar nicht ausgeblendet übrigens. Sehr gut. Dann will ich hier mal irgendwo eine Dings habe, die frei ist. HUD. Machen wir hier mal ein schönes Bild von unserem Krater. Le Krater. Gut. So, das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall auf den Weg zurückgehen. Und ich habe bei den Nebel keine einzige Orientierung. Und können dort dann weitermachen mit... Mir fällt der Name nicht ein. Mit unserem Garten. Der Name Garten fiel mir jetzt nicht ein. Wir haben aber jetzt, seitdem ich Aufnahme, die komplette Aufnahme, sehr schön schlechtes Wetter, ne? Entweder Regen, Schnee, Regen oder Nebel. Sonnenschein war schon lange nicht mehr. Nur wo wir einen Zaun aufgebaut haben, da war noch Sonnenschein. Ansonsten, haben wir Pech mit dem Wetter. Jetzt ist bestimmt auch Kommandos, womit ich die wegmachen kann, ne? Ich will es gar nicht wissen. Doch, komm, einmal probieren wir was aus. Einfach nur zum Ausprobieren. Wetter. Sun? Okay. Weiß nicht. Weather. Use set weather. Weather or set weather. 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 Okay, warte mal. Set. Weather. Sun. Keine Ahnung. Bin ich raus. Schade. Gut, war eine Idee. Es steht dann bestimmt in den Kommentaren, wie es richtig geht. So sehr wichtig ist es ja jetzt auch nicht. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall unsere Harke. Haben wir noch unsere Harke im Inventar? Nee, ich glaube nicht. Harke. Da war sie. Dich brauchen wir. Und was wir auch brauchen ist... Das kommt jetzt hier runter. Die Tomates kommen dorthin und die Erde kommt da hoch. So viel haben wir ja gerade noch nicht, aber wir brauchen gleich eine Menge Erde, um dir unseren Garten anzuebnen. Denn wie man sieht, wartet da eine Menge Arbeit auf uns. Hey, es klappt ja 1A, ja. Zack, zack. So. So, zuallererst müssen wir das Gras wegkriegen. Den Rasen wegkriegen. Erstmal ordentlich weggemäht, ja. Zack, zack. Rasenpflanzen kann man ja später immer noch. Aber erstmal wegmachen. Damit wir hier ein ordentliches Beet aufzüchten können. Dann sieht man ja auch nicht hier bei den riesen Grasen. Ping, ting, 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 ting. Nee, aber so Spiele programmieren ist wirklich was Interessantes. Aber ich glaube auch selbst auf YouTube brauche ich da keine Tutorials suchen eigentlich. Täusche ich mich oder höre ich hier immer einen Bären? Man kann übrigens über den Zaun rüberspringen. Sehr gut.
Und im Übrigen regnet es schon wieder. Ich habe jedenfalls. Entweder war das die Kuh. Oh Gott, hab ich wieder erschrocken. Ich sah jetzt gerade irgendwie aus wie Bär. Oh, wir pflanzen hier so viel Wald ein, dass sich hier Bären einnisten. Das kann natürlich auch sein. Da warst du schon wieder. Hallo? Bär? Oder ist das doch wieder die Kuh? Es könnte auch quasi wieder die Kuh sein. Egal. Egal wer es ist, melde dich. Das Problem ist, ich habe Angst, wenn wir dann, was weiß ich, ins Haus rennen. Nee, es ist die Kuh. Puh. Das war die Kuh. Dass dann uns irgendwie so ein Vieh weiter hinterherkommt und dann uns die ganze Bude zerstört. Wäre ja cool, wird es wahrscheinlich nicht machen, aber wäre cool. Wenn das mit eingebaut wäre als Feature. Angriff von den Katastrophenbären. Ne? Oder was wir auch machen könnten, ist eigentlich, wenn ich das so gerade sehe, wir machen den Weg ein Stück weiter oben und machen das Beet hier da so leicht untergesenkt. Das ist gar keine so schlechte Idee, finde ich gerade. Oder? Was sagt ihr dazu? Warte, wir gucken mal, wie das aussehen würde, wenn ich das jetzt hier so angleichen würde. Wenn das alles hier unten auf eine Ebene gewesen wäre. Dann fehlt ihr natürlich Erde. Nein, hier kommt nicht noch weniger Erde rein, sonst sehen wir hier nicht, ob das gut aussehen würde. Genau. Sehr schön, sehr schön. So hätte ich das gerne. Rasen bitte wegmachen, dankeschön. Da. Wird auch noch Rasen weg. So, passt auf, jetzt hat man ja hier. Jetzt hat man hier die Schräge. Aufbauen können wir es ja notfalls eh wieder. Diese paar Erdklumpen machen wir dann auch noch mehr. Hab ich das jetzt hier schön schräg dran gemacht, ne? So, jetzt ist hier der Hügel auch noch weg. Da oben stimmt aber auch noch was nicht, ne? Sieht man von weiter außen besser. So, hier das Ding jetzt noch weg. So. Haben hier schöne Rundung drin. Hier ist natürlich noch gar nicht komplett perfekt. Hier haben wir noch Rasen irgendwie drunter, worum mal der Rasen jetzt herkommt. Hier haben wir noch Rasen drunter, sehr schön. So. Aber ich will, dann haben wir wenigstens noch so einen geführten Weg, ne? Du kannst dann so gesehen, müssen wir dann einen Weg nach unten machen auf den. Sehe jetzt nicht so. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier den Weg wirklich gerade hinbekommen. Dass das hier alles hinhaut. Deswegen mache ich hier mal kurz hier alles voll. Wir so eine gesehene Grenze haben. Ja. Damit der Weg auch halbwegs gerade ist. Huch hier. Dann hier bei der Mine ein bisschen schräg gehen. So. So wäre ja am besten. Dann wäre auf jeden Fall, wenn ich das jetzt gerade mache, ne? Müsste das ja gerade sein. Zack, zack, zack. Irgendwie war jetzt hier noch was nicht gerade. Ah, ich habe schon die erste Kante drin, ne? Das ist ja auch richtig, oder habe ich hier eine Ebene dann drin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist leichter, wenn wir das alles auf eine Ebene machen. Aber es ist halt so hoch dann, ne? Weil hier ist ja alles so tief. Nee, wir machen das so schräg. Ich glaube, wir machen das wirklich so schräg. Aber dazu müssen wir den Weg hier auch so breit bekommen. Was auf ein episch.
schöne Musik habe ich jetzt gerade gar keine Lust. Zack. Weiter geht's. Ist doch schon wieder WoW, oder? Wir haben doch nur WoW-Musik hier. So. Keine Ahnung, was das für Musik ist. Muss auch nicht immer alles wissen. Ich glaube, ich mache hier den Schritt jetzt schon im dritten Mal. Ne? Mache ich doch hier bestimmt irgendwas doppelt. Aber ich möchte es halt gleichmäßig haben. Ah, hier haut das hin, ne? Gibt es hier eigentlich bei der Hacke Unterschiede, ob ich das mit Rechtsklick oder Linksklick mache? Gefühlt ja. Aber ob das nur wirklich so ist, weiß ich nicht. So. Hier können wir ja dann später noch die Textur ändern. Wir können ja quasi Keys da draus machen, oder? Das müsste ja eigentlich gehen. Heck. Würde mich mal interessieren, ob es hier Unterschiede gibt, ob ich das mit Rechts- oder Linksklick mache. Bei manchen fülle ich gefühlt auf. Bei manchen mache ich es einfach nur weg. So. Das sieht auf jeden Fall schon mal fast perfekt aus. Hier fehlt noch was ein bisschen. Du kommst mal mit. Ich würde dich gerne abbauen. Gut. Hier fehlt noch ein bisschen was an der linken Seite, ne? So. Müssen wir hier nochmal drüber gehen. Vielleicht mache ich das auch ein bisschen zu perfektionistisch. Kann ja sein. Aber ich hätte es gern perfekt. So, ja. So. Oh, jetzt fängt es bei uns an zu regnen. Ist quasi überall schlechtes Wetter. Jetzt habe ich hier über mir auch schlechtes Wetter. Das ist ja richtig deprimierend. Ich hoffe, ihr hört das gar nicht. Weil ich sitze quasi direkt unterm Dachfenster. Ist natürlich optimal zum Aufnehmen, sage ich euch. Habe ich mir optimal ausgesucht. Aber es geht bei uns vom Platz her nicht anders. So. So, jetzt knallen hier bestimmt gleich überall die Fenster zu. Hopp, 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 hopp. Hier müssen wir jetzt aufhören, ne? Ist hier ein riesen Loch drin. Ja. So würde es gehen. Sieht sogar richtig gleich aus. Hier vorne ist noch Kanten drin, die müssen wir noch wegmachen. Ja, und so. Sieht ja sogar richtig gut aus. Was ist denn hier los? Hier ist jetzt noch ein bisschen was drauf. Hier auch noch. Hier sind nämlich solche komischen Hügelchen drin. So. Geil. Hat ja nur gefühlt 5 Stunden gedauert. Und da können wir jetzt da unten so gesehen so das Beet hin machen. Da können wir ja solche Stufen. Ja, genau. Man kann ja solche Stufen reinbauen. So aus den Steinen, die wir noch haben. Diese Holzstufe. Diese Steinstufe so gesehen rein. Und hier unten dann ins Beet rein. Ins Feld rein. Das wäre eine Idee. Warte mal, machen wir jetzt mal hier weiter. So. Müssen wir natürlich diesmal ein bisschen anders planen. Damit das hier nicht nur nach Erde aussieht, müssen wir uns da wirklich was überlegen. Wir haben ja noch die Steine oben drin. So, erstmal hier grob, damit wir hier noch weiter einen Überblick bekommen. Weil hier muss ich natürlich hier kaum was machen, gell? Ist natürlich hier fast alles schon perfekt gerade. Hätte ich mir auch dieses 10 Stunden Erdsammeln übrigens sparen können. Falls ihr das doof fandet. Ah. So, dann mal. Hier muss jetzt noch die Kante weiter ran. Damit das hier wieder gleich aussieht. Genau, und dann machen wir jetzt hier. Gucken, ob wir da noch welche haben. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt mal Steinstufen gebaut? Ja, doch für die. Ist die Treppe aus Stein? Ne, aus Holz. Also haben wir wahrscheinlich auch keine Steinstufen gebaut. Draußen grunzt ein Schwein rum. Warte mal, nehmen wir hier mal die 33 Steine raus. Von den 10.000 Erde, die wir hier übrigens haben. Toll. 10.000. Na gut, aber die Erde werden wir irgendwann wieder brauchen. Glaubt es mir. Irgendwann brauchen wir die Erde wieder. Und dann haben wir sie da. Stein.
Es gibt auch Natur, gell? Natürlich. Gibt's auch Kies. Kies, 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 Kies. Dafür brauche ich Kies. Wo finde ich denn Kies? Kies ist cool. Wo kriege ich einen Kies her? Habe ich nicht gefunden, Kies. Das ist normale Erde. Was wir aber machen könnten, warte mal, das probieren wir mal aus, bevor wir das mit den einfach nur fürs Aussehen. Ich habe da so eine Idee. So quasi als